Und damit dann herzlich willkommen zu Mafia 3 und mal gucken, ob wir hier lebend rauskommen mit unserem Freund Alvarez. Auf geht's! Oh. Wir müssen zu meinem Auto. Ich kann fahren. Nein, wir nehmen mein Auto. Wenn er dich hier rausbringt, gerne. Aber halt den Kopf hoch. Munition ist alle. So, dann müssen wir uns doch. Die Feinde aber nicht, das ist das Problem. Ich sehe die Feinde nicht gerade. Da hinten ist einer. Okay, der liegt schon am Boden. So. Ich verschanze mich. Viele dürften es ja eh nicht mehr sein, oder? Der Wagen ist ganz in der Nähe. Ja, ja, ich weiß, aber die Feinde auch. So. Ich muss nachladen. Ende. Versuch doch mal voll. Ich kann keinen töten, der nicht da ist. So oben. Ja, hab ich. Doch. So, und was ist jetzt? Schon mal nicht mehr. Weil ich immer mit der Handfeuerwaffe arbeite. Weil die ein bisschen präziser ist. So, jetzt mal hoch. Sollen die mich nicht lebend fangen? Scheiße. Oben sind die. Noch einer. Der ist tot. Step by step arbeite ich mich jetzt hier durch, weil wir müssen ja dringend weg zu den Leuten. Jawohl. Nö. Dich, da kommt er her.
Ja, der ist tot. Der auch. Was willst du denn mal dazu? Ich brauche nämlich Munition auf der Hand. Ah, perfekt. Ich habe die Handfeuerwaffen Munition. Komm, klappt das auch hier? Moment. Ich hole mir mal was aus. Aber was, ob das klappt. Ja. Gunio, bleib bloß weg! So viele dürfen jetzt eigentlich noch nicht unterwegs sein von denen. So, ich hoffe, dass wir jetzt keine Feinde mehr haben. Ja, die haben wir schon abgeschüttelt. So, jetzt müssen wir viel fahren wieder. Also, wir sind hier mal dazu. Wir haben ein paar Leute da an Bord. Das Gute ist, dass die Karre nicht gerade langsam ist. Kann ich versuchen. Mist. Brauchst du nicht mehr schießen, jetzt haben wir sie los erstmal. Das war der letzte. Wie auch immer, halt trotzdem die Augen auf. Du willst hier. Mit deiner Kugel. Man kann trotzdem ans Bein bissen. War da irgendwo eine Frage in dem Satz? Fühlt sich nicht richtig an. Pass auf, du hast mir nichts getan. Für mich bist du nur einer von den Leuten, die von Marcano verarscht worden sind. So einfach ist das manchmal. Ja. Wenn ich das überlebe, bringe ich meinen Onkel um. Wir müssen den jetzt zu Vater James bringen, das machen wir auch direkt noch. In dieser Folge. Ich weiß, dass wir einige Kurzfolgen machen jetzt momentan wieder. Seine Gründe, weil dann kann ich auch ein bisschen viel mehr vorbereiten und alles drum und dran. Und dann wird das auch hoffentlich nicht langweilig. Ich muss ein bisschen aufpassen zwischendurch beim Fahren. Ich hab Bock jetzt auf Fail oder wie ins Wasser zu strömen und der steckt da nicht aus und er trinkt oder so, keine Ahnung. Muss ja nicht alles, muss ja nicht sein. Ich habe mir lieber gerade eben alle Gegner kurz eben noch vom Hals geschossen, bevor ich da irgendwie unnötigerweise Ärger bekomme. Irgendwie aus dem Kopf. Noch ein Playboy-Heft. Oh, ich habe noch 5 Minuten. Ich habe gar nicht gesehen, dass unten eine Zeit läuft.
gar nicht mal so. Also müssen wir ein bisschen Gummi geben gerade. Ich habe gar nicht auf die Zeit, wie gesagt, geachtet. Dann haben wir 4 Minuten 46. Wie gesagt, die Karre ist nicht langsam, das heißt, wir können schön. Und wir haben nur noch 100 Meter, also das sollten wir hinkriegen. Gut. So, geschafft. Schön, wenn man Leuten helfen kann. Retter Alvarez, abgeschlossen. Sehr schön. Und warum geht die Karte? So, reden mit Donovan, das müssen wir wieder machen. Super, dann haben wir die Mission auch alle abgeschlossen. Eine neue Trophäe erhalten, die Süd in New Mexico. So, wir sollen uns jetzt mit Donovan treffen. Mal wieder. Ich weiß nicht, wie bei die Fußbrüche, die kommen, glaube ich, aus dem Auto gerade her. Heft haben da hinten drauf drin. Ja. Ich hoffe, dass ich jetzt ohne Probleme ohne Aufsehen hier reinkomme. Da liegt das. Gut, hier sind nämlich keine Leute mehr. Das ist gut. Das heißt, ich hole Nummer 3 von 7. Ich wollte das, wie gesagt, nur mitnehmen, eben schnell. Wie gesagt, wenn ich sehe und alles, wenn ich es mal sehe auf Adi, kein Problem, versuche ich das zu holen. Aber wenn ich natürlich jetzt merke, na, das ist zu kompliziert, dann lasse ich das auch lieber sein. Ja, alles gut. Also, Step by Step kriegen wir es mittlerweile hin. Oben steht irgendwas in die Ecke. Ja, ist ja gut. Mein Gott. Wie die wieder ausrasten teilweise. Ah. Genau, Donovan ist der Typ mit dem
Wenn, okay. Hallo Schönheit. Ich habe Neuigkeiten über Twinkle Toes Tommy. Hüpf rein, wenn du Zeit hast. Okay. Und aber das schaffen wir dann oder versuchen wir dann im nächsten Part.